Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will die festgefahrenen Vermittlungsbemühungen im blutigen Machtkampf im Sudan mit einer Fünf-Punkte-Initiative wieder in Schwung bringen. In Sudan legen sich seit Jahrzehnten multiple Krisen übereinander und werden verschärft durch die Klimakrise. Wer verstehen möchte, wie sehr eine Klimakatastrophe, Klimaereignisse, regionale Konflikte anheizen können, der muss auch hierher schauen. Die Folgen von Dürren, Überschwemmungen und Ressourcenknappheit verschärfen die Konflikte gerade auch im Sudan. Kenia vermittelt im Sudan-Konflikt seit der ersten Stunde zwischen den beiden Bürgerkriegsgenerälen. Ich habe mich daher heute mit Präsident Ruto gerade auch darüber ausgetauscht, wie wir den Druck auf die beiden Konfliktparteien weiter erhöhen können, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden. Das sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto in dessen Landsitz Sagana. Im Sudan kämpfen seit Mitte April 2023 de facto Staatschef Abdel Fattah al-Burhan und dessen früherer Stellvertreter um die Macht. Nach UN-Angaben sind seit Beginn des Konflikts fast 7,5 Millionen Menschen geflohen. Internationale Bemühungen um einen Waffenstillstand blieben bislang ohne Erfolg.